Das erinnert mich dann eher mehr so an Warcraft 2 oder Warcraft 3 da, die Balliste. Wobei, gab es in Warcraft 3 eine Balliste? Shit, gute Frage. Naja, egal. Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video. Heute schauen wir uns zwei Belagerungsmogs an. Eines von Edge of Bricks, eine Balliste, eine ganz kleine Balliste, schicke Fein. Und danach, oder beziehungsweise zuerst gucken wir dann uns einen Rambok-Mog an. Ich wollte zuerst einen Rambok-Mog von Cube Bricks, oder Cube of Bricks heißt der, weiß nicht, vorstellen und habe ich nachgebaut. Allerdings hat es mir schon beim Fertigstellen gar nicht gefallen, weil es halt einfach komplett instabil war. Das ist eher ein Modell, was sich eher so für Dioramen eignet. Da sieht es gut aus, aber ja, ich möchte mit den Modellen auch was anfangen. Da ist es dann die ganze Zeit immer auseinandergefallen und in Einzelteile, und es war halt einfach echt nervig, dieses die ganze Zeit immer wieder neu zu richten. So habe ich mich dann auch dazu entschlossen, dann einfach diesen Rambok auseinanderzunehmen und dann mal selber daraus aus den Teilen dann ein bisschen umzugestalten, beziehungsweise auch von der Länge her ein bisschen zu schmälern. Und ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Und genau. Im Zuge dessen auch sei gesagt, ich bin jetzt kein gescheiter Mogger oder so. Das war jetzt der erste eigene Build seit, keine Ahnung, wann ich das letzte Mal, eigentlich seit Jugendalter eigentlich, mit Lego was hatte zu tun hatte, war das jetzt wohl eigentlich eher schon sozusagen erste eigene Build. Deswegen erwartet jetzt keine Expertenmodifikation oder wie auch immer man es nennen mag. Also als erste Funktion, oder halt eher keine Funktion, aber als Feature würde ich mal sagen, können wir hier den Rambok ein bisschen nach vorne und nach hinten bewegen. Einige Ramboks bei Rebrickable haben so eine eigene Schwingung in sich. Das konnte ich jetzt hier nicht machen, weil ich jetzt dazwischen auch keinen Hohlraum hatte, dann, wo die Ketten dann halt so lose dann drin hängen. Habe ich aber dann doch lieber so dann auch belassen. Kommen aber auch gleich dann später dazu, warum. Und man sieht halt auch, da die Ketten habe ich auch, so wie bei dem Mock von Cubricks, habe ich dann einfach mit so oben drauf gehangen. Einfach damit es halt eben ein bisschen lose ist, damit man es frei bewegen kann. Und natürlich ist so ein Rambok ja über Seile dann oben angeschnürt. Dann kommen wir eben zu dem Grund, warum ich es auch so belassen habe, weil sollte mal der Tag oder die Zeit kommen, an dem ich mal mit Stop Motions anfange, wird es hier mit dem Rambok ganz gut sein, weil ich kann hier dann das Rambok frei bewegen und so eine schöne flüssige Animation ja, damit ermöglichen. Und wird auch sicherlich dann auch gut dann auch aussehen. Und es wäre jetzt mit einem freischwingenden Rambok, wäre das wahrscheinlich nicht so ganz einfach ja, zu managen, zu machen. Dann kommen wir auch schon zum Live-Practice-Test hier. Oder nicht eher live, aber hier halt zum Practice-Test. Da haben wir unser Tor von der Burg Bärenfels, die wollen wir hier zerrammen. Und ja, von der Reichweite her des Ramboks, des Kopfes, kommt es ganz gut hin. Natürlich bewegt sich jetzt als Rambok mit, weil es halt nicht fest steht oder so. Aber ja, so an sich, als Spielset würde ich mal sagen, hat es gut bestanden, würde ich sagen. Kann man auf jeden Fall was damit anfangen. Und ja, da haben wir, glaube ich, gleich das Tor dann durchbrochen. Dann hier gibt es noch ein paar nähere Ansichten, Detailansichten zu dem Ganzen. Wie man sehen kann, passen auch die Minifiguren genau richtig rein. Klar, mit den Armen muss man ein bisschen nachjustieren, damit die halt nicht so wie hier jetzt in der Luft stehen. Aber die sind da, sind die Arme halt natürlich in sehr waagrechter Körperhaltung halt angelegt. Dann hier die obere Dachkonstruktion ist einfach wie bei dem Mock von Cubebrick einfach nur draufgelegt, einfach nur draufgelehnt. Ich habe hier nochmal weitere Plates nochmal hinzugefügt, damit es halt dann oben am Dach nicht so viel sich ja, Hohlraum hat, um sich frei zu bewegen. Und dann hier einmal nochmal die Seitendachkonstruktion, wie das einmal aufgebaut ist. Und ja, damit bin ich auch echt eigentlich zufrieden. Auch allgemein mit dem ganzen Rambok, wie ich es umgestaltet habe, bin ich selber zufrieden. Natürlich kann man das hier und da alles umbauen oder halt ja, verbessern und besser machen. Wo wir auch ganz passend bei dem Thema sind mit den Rädern, die muss ich auf jeden Fall noch nachbessern. Da werde ich auf jeden Fall auch noch natürlich gescheitere Räder dran setzen, aber ich hatte jetzt die kleineren Räder hatte ich jetzt nicht dabei gehabt. Deswegen habe ich halt improvisiert auf diese hier. Und die muss ich halt dann noch ja, befestigen am unteren Teil. Nein, wie man hier sieht, einfach das Dach einfach draufgesetzt und schon kann die Truppe loslegen, sich aufs Turm zu marschieren, vorzumarschieren. Und wie gesagt, wenn euch dieses Bild hier gefällt, wenn ihr interessiert an der Anleitung seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde
dann eben eine digitale Anleitung bei einer angemessenen Anzahl dann anfertigen und dann hier im Video dann auch verlinken. Jetzt schauen wir uns einmal die Balliste von Edge of Brick an. Bestehen aus 45 Einzelteilen. Wenn ihr wissen wollt, wie man das Ganze nachbaut, dazu hat er eine Videoanleitung gemacht. Das Video dazu hinterlege ich dann in der Videobeschreibung. Das ist dann hier die Balliste. Wir haben hier natürlich dann schön zwei solche Kurbeln, um die Balliste zu spannen. Seile haben wir hier natürlich nicht. Das Ganze ist nur imitiert durch so durch ein Brickbuild. Obendrauf eben klassisch mit einer Harpunen, Bolzen gehört dazu. Und ja, an sich ein schneller Build, den man machen kann. Wenn man die Teile schon mal parat hat, ist man gut 5 Minuten schon durch. Hier haben wir auch noch die Möglichkeit, den Winkel der Balliste zu verstellen, also ob sie halt nach unten schießen soll oder halt eben ein bisschen mehr nach oben. Und wir sehen auch hier, passend zu den Minifiguren ist es auch, also von der Größe her, wirklich in Ordnung, wirklich akzeptabel, kann man nichts sagen dazu. Was wir vielleicht noch auch machen könnten oder halt umbauen könnten, sind einfach, wenn wir hier das untere Teil einfach abnehmen, dann könnte man sich ja vielleicht noch so einen Wagen noch dazu bauen, ähnlich eines Katapults, und die Balliste halt einfach mal so oben drauf stellen. Weiß jetzt nicht, ob das hier historisch Sinn machen würde oder ob es sowas jemals gab eigentlich, weiß ich gerade jetzt nicht. Hätte ich mal ein bisschen recherchieren sollen. Aber auf jeden Fall, wenn ich mich da erinnere, das erinnert mich dann eher mehr so an Warcraft 2 oder Warcraft 3 da, die Balliste. Wobei, gab es in Warcraft 3 eine Balliste? Shit, gute Frage. Naja, egal. Und natürlich, die Ballisten, die wurden auch auf so Türmen dran gesetzt. Und das zeige ich jetzt mal einmal hier, wie das aussehen könnte. Natürlich ist der Turm hier vom Burg Berendfels etwas zu klein für die Balliste. Aber mal einfach mal so ein optischer Anblick, wie das mit einem größeren Turm dann ungefähr aussehen könnte, dass es halt wirklich richtig was hermacht in Kombination eines Turms. Und natürlich war das auch ein wichtiger Geschützturm, einfach um die Rammböcke, wenn man die Rammböcke erwischt hat, hat man hier großen Schaden dann daran auch verursacht. Oder halt eben auch vielleicht, wenn man es getroffen hat, dann auch an den gegnerischen feindlichen Katapulten. Macht es auch auf jeden Fall, wie man sieht, hier einen richtig super Eindruck. Passt auch ganz gut zur Burg Berendfels an sich auch hinzu. Und wenn man den Turm noch ausbauen würde oder halt einen anderen Turm hat, der halt ein bisschen mehr Fläche bietet, könnte man noch die Figuren noch hinzustellen. Und ja, hat es auf jeden Fall echt einen schönen Reiz. Wenn euch das Rammburg gefällt und ihr gerne das nachbauen möchtet oder euch interessiert, wie es nachzubauen ist, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Bei, sag ich mal, einer angemessenen Anzahl würde ich dann eben auch eine digitale Anleitung dann erstellen. Wäre auch mal so ein schöner Anlass, mal in stat.io mal erst einen Fuß zu fassen mal. Und genau, in dem Sinne war es auch schon mit dem Video. Nächste Woche wird es dann ein weiteres Belagerungsmob geben und die Woche drauf, je nachdem wie ich dann halt dazu kommen werde, vielleicht sogar ein größeres Mob dann auch von der 10305. Und genau. Das war's auch schon und ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Habt einen schönen Tag, habt eine schöne Zeit und wir sehen uns dann wieder zum nächsten Video. Ciao, ciao!